Moin und herzlich willkommen zu 1037. Rohstoff, Tagesausgabe der Informationsdata am Donnerstag, den 13. August 2015. Und heute keine Sportnachricht des Tages. Der Grund ist relativ einfach. Ich wollte Ihnen eigentlich gestern gesagt haben, dass es heute keine Rohstofftagesausgabe geben wird. Hab ich aber vergessen und wollte dann nicht im Nachhinein Ihnen schreiben: Ach nee, tut mir leid, ich muss ja heute Abend in den Flieger, das schaffe ich nicht. Und deswegen dachte ich mir, jetzt machen wir schnell eine Ausgabe mitten am Tag und ich habe noch ein paar Termine, deswegen ran an die Buletten. Gold, wenn Sie freundlicherweise diese rote Kerze ausblenden, die Sie hier sehen, und erstmal sich an das Wesentliche richten, macht, wenn auch nur ein klitschko-kleines bisschen, das höhere Hoch und das höhere Tief. Das bedeutet, dieser Bear Pullback hat nach wie vor Bestand. Erste Aussage. Das sage ich Ihnen deswegen, wenn Sie sich nämlich wünschen, dass der Goldpreis fällt oder dass Sie die ganze Zeit Short gehen wollen, da sind Sie jetzt diese rote Kerze und denken sich, ah, ja, war ja Widerstand. Wusste ich ja. Wurde ja auch gesagt, jetzt verkaufe ich den und dann macht er vielleicht so eine kleine Gegenbewegung, dann werden Sie wieder nervös und schmeißen Ihre Position. Der Kleinanleger geht meistens zu früh in den Markt rein. Also der Drops, ob der Bear Pullback zu Ende ist oder nicht, ist noch nicht gelutscht. Es kann sein, dass wir hier noch ein bisschen seitwärts konsolidieren und dann eine Fortsetzung machen. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen weiterlaufen und dann gibt es einen ganz heftigen Ausverkauf. Und was halten Sie denn davon? Das würde ich mir persönlich am allermeisten wünschen. Also wenn ich jetzt nachts aufwachen würde und es stünde die Goldfee vor mir und sagen würde, was hättest du denn gerne? Würde ich sagen, ich habe nur einen kleinen Wunsch. Also wie wäre es denn mit so einem Pullback irgendwie in Richtung 20-Tage-Linie und dann nochmal so ein bisschen das höhere Hoch, dann haben wir so eine richtig schöne Nebenbewegung, haben so eine richtige Formation, zum Beispiel so ein Keil, wie wir das beim DAX ja auch hatten, vor 2 Tagen nach dieser Abwärtsbewegung und dann haben wir ein richtig schönes Chancen-Risiko-Verhältnis, um das auf der Short-Seite zu traden. So, das wäre so mein Wunsch. Was ich Ihnen sagen will ist, diese Nebenbewegung ist noch nicht abgeschlossen. Es liegen noch nicht genug Puzzleteilchen da, um zu sagen, jo, das war's, jetzt kommen die Bären rein und sagen, nein, die Bullen gehen da und dahin. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur eins, wenn man an der Börse erfolgreich traden will, muss man Unsicherheiten aushalten können. Und das können wir Menschen so gar nicht. Denn das Schlimmste für uns ist, wenn wir nicht wissen, was am nächsten Tag passiert. Wir leben von der Sicherheit, dass wir wissen, wenn wir morgens aufstehen, ist die Zahnbürste da, der Kaffee wird dort gemacht, der Weg zur Arbeit ist da und da, der Chef ist so und so und so weiter und so fort. An der Börse ist genau andersrum. Wir wissen nie, was als nächstes passiert. Und das müssen wir aushalten. Deswegen gibt es im Übrigen auch so viele Portale, insbesondere bei den Edelmetallen, die uns weismachen wollen, als wüssten sie, was als nächstes passiert, damit wir uns sicher fühlen. Und da gehen wir dann auch gerne hin, weil die uns ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit geben. Langer Rede, kurzer Sinn. Diese Bewegung ist noch nicht zu Ende. Je stärker der Pullback ausfallen sollte, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir sofort in der nächsten Bewegung das tiefere Tief machen. Und nach meinem Dafürhalten mit dem, was hier passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit aktuell nicht mehr so groß, dass wir sofort das tiefere Tief machen werden, sondern wenn wir das tiefere Tief machen, dann konsolidieren, klare Nebenbewegung bilden und dann das traden. Es sei denn, Folgendes passiert, dass wir zum Wochenschlusskurs hier nochmal einen richtigen Ausverkauf sehen. Dass der Markt am Ende wieder wie hier unterhalb der 1100 schließt. Also versucht es und wird wieder abverkauft. Das wäre dann etwas mehr bärisch und dann würde die Wahrscheinlichkeit wieder steigen, dass wir direkt das tiefere Tief machen. Ich persönlich möchte aktuell innerhalb dieser Range traden. Ob das jetzt die Range bei 1130 aufhört oder ob die Range bei 1145 aufhört, das weiß ich nicht. Eine klare Formation sehe ich nicht und deswegen warte ich in aller Seelenruhe ab. Ich will Ihnen nur etwas noch über den Stundenchart zeigen. Ich hatte ja die untere Trendlinie nach oben kopiert und hatte gesagt, ich weiß nicht, ob sie denn dort als Widerstand fungieren wird oder nicht. Der Markt ist dort tatsächlich hängen geblieben. Das heißt, jetzt aktuell könnte das schon wieder auf den ersten Blick eine Bärenflagge sein. Aber was wissen wir denn? Wir haben viel zu wenig Bewegung hier, um zu sagen, was es am Ende werden wird. Wir bleiben aktuell noch innerhalb des Trendkanals. Wenn der Trendkanal bärisch aufgelöst wird, dann sind die nächsten Unterstützungen im Bereich von 1107 Punkten und dann 1100
mit der 200-Stunden-Linie und die 20-Tage-Linie ist ja auch exakt bei 1100. Also das ist dann eine stärkere Unterstützung, falls der Markt jetzt einen Pullback machen will. Silber läuft an die Linie, macht aber auch kein tieferes Tief. Weil viele denken so, jetzt wird es sofort ausverkauft oder der läuft sofort weiter. Was halten Sie davon, wenn jetzt einfach mal ein paar Tage hier so dümpel und dann scheitert er etwa entweder und wird abverkauft oder geht nach oben? Ich weiß es nicht. Ich habe zu wenig Informationen. Der Silbermarkt hat hier 8% Bewegung gemacht. Der Markt ist überkauft. Habe ich kein Interesse, um additiv bullisch am Widerstand reinzugehen. Und ich habe noch kein Setup, um etwas auf der bärischen Seite zu traden, mit dem Wissen, dass wir im Tageschart eine Kaufformation haben in der Stochastik und das Momentum steigt und wir mittlerweile auch oberhalb der 20 und der 50-Tage-Linie sind, suche ich mir jetzt gerade kein Setup. Palladium, schauen Sie sich mal den Wochenchart an. Denken wir mal in Trends. Hauptbewegung und jetzt sieht aus wie eine Art bärische Seitwärtskonsolidierung. Was mir nicht gefällt an dieser bärischen Seitwärtskonsolidierung, dass der hier das tiefere Tief macht. Also mir wäre es lieber, wenn das eine richtige bärische Seitwärtskonsolidierung ist, dass er nicht noch ein tieferes Tief macht, sondern wirklich sich in dieser Range hält. Der macht aber nochmal das tiefere Tief, deswegen ist das eine unsaubere bärische Seitwärtskonsolidierung. Nichtsdestotrotz, K und D-Linie umeinander geschlungen, unterhalb der 20er, das ist bärisch. Und wenn ich jetzt rauszoome, gucken Sie sich das an. Das ist Widerstand, das führt dann zu Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und da sind wir. Und das Ganze nach, ich weiß nicht, gefühlten 3.845.472 Wochen tiefere Tiefs, kommt der Markt an eine größere Unterstützungszone. Mhm. Indikatoren, Oszillatoren sind ja Trendfolger. Die sind ja zu langsam, um das anzuzeigen, ob die Unterstützung greifen will. Die sagen mehr bärisch, die Formation sagt mehr bärisch, die Unterstützung ist sehr groß. Was wollen Sie hier machen? Ich persönlich, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt gerne hören oder nicht, ich will gar nichts machen. Ich will mir das in aller Seelenruhe angucken. Der soll zum Beispiel hier nach oben hinkommen und noch ein bisschen nach unten kommen, noch ein bisschen seitwärts dümpeln. Vielleicht lösen wir irgendwann mal diese bärische K- und D-Linie miteinander auf. Und dann kann man eine größere Trendumkehr traden. Oder vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung mit dem, was wir im Wochenchart sehen. Also, dass wir dann wieder, so wie hier, dieses alles wieder bärisch auflösen. Weiß ich nicht. Jetzt hier gibt es für mich kein Setup. Kaufformation im Tageschart, oberhalb der 20-Tage-Linie, Wochenchart, komplett bärisch, im Bereich einer großen Unterstützung. Das gucke ich mir wahnsinnig gerne an und sage, wenn du dann wieder ein schöneres Setup hast, dann bin ich wieder mit dabei. Das ist also alles ein Markt für die kleinere Zeiteinheiten. Eines zeige ich Ihnen noch bitte. Kupfer. Kupferwochenchart sieht ebenfalls extrem bärisch aus. Jetzt haben wir Menschen ja, ach, das war eine schöne Bärenflagge, davon können wir uns verabschieden. Das war ein sehr schöner Trade. Da hatten wir, glaube ich, den Markt hier geschortet und wenn ich mich nicht täusche, sind wir hier ausgestoppt worden. So, jetzt brauchen wir die Bärenflagge nicht mehr. Der Markt ist abverkauft worden. Genau, das wollte ich Ihnen sagen. Wir Menschen, wie gut, dass ich ein kurzes Video machen wollte. Okay, wir sind gleich soweit. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir so auf den Chart gucken, dann mögen wir immer gerne alles mit allem verbinden. So, das ist so die Harmoniesucht, die wir haben. Was ja auch schön ist, dass wir harmoniesüchtig sind. Also so nach dem Motto, so von hier oben und dann muss das alles passen. Passt auch sogar. Kann man auch tatsächlich zeichnen. Aber schauen Sie sich mal eine solche Formation an. Ich sage Ihnen nochmal was aus edukativer Sicht. Wissen Sie, so steile Formationen, die haben wenig Aussagekraft. Und deswegen, man muss nicht immer trendbegrenzende und trendunterstützende Linien zeichnen. Man kann diese Linie zweifelsohne zeichnen. Ich verzichte sehr gerne drauf. Die ist mir zu steil und die Auflagepunkte sind mir nicht sauber genug. Mache ich nicht. Es sieht aber schon so ein bisschen aus wie eine Keilformation. Woche, Stochastik, sehr bärisch. Solange die Woche so bärisch ist, interessiert mich hier überhaupt keine Trendumkehrformation. So. Gibt es jetzt hier was zu traden oder nicht? Ja, in einer ganz kleinen Zeiteinheit. Wenn Sie sich die Stunde anschauen, wir hatten eine erste Keilformation hier. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Da diese Keilformation wird bullisch aufgelöst. Der Markt war aber zu dem Zeitpunkt so schwach, auch der Tageschart so schwach, die größeren Zeiteinheiten, dass es sofort wieder abverkauft wird. Wir machen sogar das tiefere Tief. Jetzt machen wir eine neue Keilformation hier. Für den Fall,
dass der Markt das Hoch von gestern rausnimmt, im Bereich von 2,3830, gerne noch hochläuft und dann wieder zurückkommt und hier aufsetzt, dann hätte man Potenzial in Richtung dieser horizontalen Widerstandszone zu traden bei 2,44, zeige ich Ihnen auch gleich, über den Tag. Das sind dann so, wenn er wirklich so hier irgendwo aufs Dach aufsetzt, bis dahin, ich tippe jetzt mal auf 2,7%. Nee, falsch. Das sind 3,6%. Und für den Fall, dass das hier das Zwischentief ist, 2,5% Risiko. Also passendes Chancen-Risiko-Verhältnis, aber wirklich klein, klein. Das muss man über die Stunde traden. Der muss da nicht hinkommen. Man muss wirklich immer wieder hier in dieser Bewegung seinen Stop-Loss anpassen. Wo würden wir hinlaufen? Genau hier hin. Unterstützung, Bounce, abverkauft worden und dann wieder Widerstand. Das wäre die Zone. Für mich als Swing- und Positionstrader eher interessant, wenn das tatsächlich ein Doppelboden wird, der das bullisch auflöst, da oben hinläuft, scheitert, nochmal zurückkommt. Zu 80% werden Trendumkehrformationen, werden die Dächer von Trendumkehrformationen nochmal getestet. Und dann kann man als Swing-Trader, also über den Tageschart, diese Zone kaufen. Geduld haben ist beim Traden so wichtig. Es fällt einem meistens leichter, wenn man ein System hat. Es wird ja immer propagiert, wenn man mit System tradet, tradet man ohne Emotionen. Ich persönlich halte das für kompletten Quatsch. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist von Emotionen getragen. Also ein automatisiertes Handelssystem kann ohne Emotionen traden. Aber wenn wir ein System haben, dann ist es nicht so, dass wir ohne Emotionen traden. Dann traden wir auch mit Emotionen, aber nicht emotional. Großer Unterschied. Denn wenn wir mit System traden, müssen wir trotzdem jeden Tag uns angucken und uns fragen, hey, bin ich mit meinen Emotionen, wie die Amis so schön sagen, at bay oder die Engländer, also habe ich sie im Griff oder nicht? Und deswegen, wenn man ungeduldig wird, dann wird man emotional. Wenn man sich Zeit lassen kann, sich selbst beobachten kann, merken kann, werde ich ungeduldig, habe ich das Gefühl, etwas zu passen und so weiter und so fort. Wenn man diese Selbstreflexion beim Trading mitbringen kann, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass man erfolgreich ist, aber ohne System geht es nicht. Eine letzte Info noch. Erinnern Sie sich daran, als der Kupferchart, ach wie gut, dass ich ein kurzes Video machen wollte, es ist kein Problem. Also, erinnern Sie sich daran, da hat Kupfer mal hier eine Bewegung gemacht von 2,7% an einem Tag. Und damals habe ich Ihnen den berühmten Philosophen MC Hammer mit You Can't Touch This zitiert. Gucken Sie mal, was daraus geworden ist. Der Markt setzt den Trend ganz häufig fort. Hauptbewegung, Nebenbewegung, nächste Hauptbewegung, nächste Nebenbewegung, nächste Hauptbewegung, nächste Nebenbewegung, nächste Hauptbewegung. Irgendwann hört der Trend auf. Wenn man aber immer wieder drauf setzt, liegt man prozentual häufiger richtig. Wenn man drauf setzt, macht man es bitte mit bewusstem Risiko. Und dazu gehört es, dass man mit einem Stop-Loss tradet. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Wenn Sie mögen, die nächste Ausgabe der Formationstrader findet heute Abend statt in der Devisensektion. Da wird unser Devisen-Chief Tom für Sie da sein. Und dann am Wochenende wieder die Rohstoff-Tagesausgabe. Morgen fällt leider die Einzelwerte-Ausgabe aus. Und ich kann Ihnen sagen, unser Mr. S&P 500 wird am Montag wieder da sein mit seinen genialen Analysen, da freue ich mich schon wieder drauf. Und ansonsten, wir sehen uns ja dann zum Wochenende. Ich wünsche Ihnen zwei gute Tage und natürlich wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader doch bitte gewogen.